Wir wollen Ihnen mal zeigen, dass es bei uns auch Pannen gibt. Stade hatte am letzten Wochenende einen Opernball. Und wir haben uns auf die Suche gemacht nach dem Opernhaus. Wir zeigen Ihnen mal, wie es uns ergangen ist. Entschuldigen Sie bitte, wo ist das Stade Opernhaus? Stade Opernhaus gibt's nicht. Gibt's nicht? Nein. Wo ist das Stade Opernhaus? Das gibt es nicht. Das gibt's nicht? Nein. Ich bin kein Stader. Okay. Und wo das Opernhaus ist, wüssten Sie? Ich weiß, wo das Opernhaus in Hamburg ist, aber nicht, was ein Stade ist. Okay. Wo ist das Stader Opernhaus? Hier gibt kein Opernhaus. Gibt's nicht? Nee. Stader Opernhaus. Ja, wo ist das denn? Ich kenne hier in Stade kein Opernhaus. Gibt es hier ein Opernhaus? Stader Opernhaus? Keine Ahnung. Wissen wir nicht. Entschuldigung. Wegen dem Ball. Ja. Der ist, Deutschland, ein Wintermärchen. Vom Scheitel eines Meilensteins ein Rabe schrie H5N1, H5N1. Die Verbraucherschutzverwaltung verpasst ihm darauf Käfighaltung. Dort quart er zwischen Dohlen aus Pasewalk und Polen. Die Dohlen rufen Jack, Jack, Jack und hüpfen durch den Hühnerkack. Durch all die dicke Vogel. Vom Vaterrhein bis Oder-Neiße. Und im Vogelgrippen-Totentanz fallen vom Himmel eine Gans und ein paar von den Pleitegeiern auf Niedersachsen oder Bayern, auf das von 16 Landesfürsten, die alle 16 danach dürsten, mit ihren Duodez-Manieren für sich alleine zu regieren, von den Alpen bis zur Waterkant. Balkanisierte Vaterland. Wo hält man denn schon vogelfrei den Geist des Virus in der Flasche? So hat selbst Buxtehudes Polizei, als ob sie keine Panik kennte, streng von Amtes wegen eingesammelt, dort, wo sie gelegen, eine tote Meise in der Tasche und eine in Nähe des Tageblatts im Lärm der Katastrophenhals. Still. Verstorbene Zeitungsente. Hallo, mein Name ist Dieter von BUX-TV und jetzt zum Sport. Mysteriöse Schätze der Altsachsen. Geheimnisvolle Rüsselbecher-Inschrift entziffert. Das hat uns natürlich nicht ruhen lassen. Und da sind wir hier in der Nähe von unserem Studio losgelaufen und haben auch gebuddelt. Und da haben wir was gefunden. Und was glauben Sie, was hier steht? Da steht irgendwas von Buxtehuder Brauhaus, dem Biere geweiht. Das muss unglaublich alt sein. Denken Sie doch auch.